Audio Jungle. In diesem Video zeige ich euch für Übungen, wie ihr den Brustkorb mobilisieren könnt, also quasi den Tresor für eure Lunge, in der sich die Lunge später gut entfalten kann. In der ersten Übung mobilisieren wir die Aufhängung der Lunge, die ist grob aufgehängt hier in der Schlüsselbeingrube, und dann legt ihr auch beide Hände auf. Und dann beginnt ihr locker die Schultern nach hinten und nach unten zu kreisen. Nehmt euch Zeit dazu und werdet nicht zu schnell. Einmal und dann neigt ihr dieses Gesamtpaket einmal rüber zur rechten Seite und dann spürst du, dass links die Rippen aufgehen und da atmest du richtig tief hinein. Dann kommst du zur Mitte zurück, einmal zur anderen Seite, die Rippen auf der rechten Seite gehen auf und du atmest tief ein und aus. Dann kommst du langsam wieder zur Mitte zurück, legst die Hände auf das Brustbein und wir mobilisieren die Brustwirbelsäule in die Beugung und Streckung. Und dafür stellst du dir vor, dass du das Brustbein nach oben zum Himmel hebst und dann dich ganz so rund einziehst. Und diese Bewegung kombinieren wir mit der Atmung. Einatmen, streckst du das Brustbein nach oben zum Himmel. Und ausatmen, wirst du in der Brustwirbelsäule richtig schön rund. Der Blick geht nach unten zur Erde. Diese Übung wiederholst du einige Male. Die letzte Übung ist für die Rotation, also die Drehung in der Wirbelsäule und im Brustkorb. Du suchst dir eine Seite für die Arme. Der Kopf dreht genau entgegengesetzt. Und dann tauschst du die Richtungen. Und das kannst du ruhig auch ein bisschen schneller machen. So ein bisschen federnd. Und dann erschreck dich nicht, wenn es mal kurz knackt. Das kann ein kleines Rippengelenk sein. Dann kannst du danach wieder noch tiefer atmen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben.